Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Profisportler. Das haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht, dass wir da noch einen Teil drehen. Aus dem Grund haben wir heute noch einen Teil für euch gedreht. Profisportler definieren wir für uns so, dass die Person einen unterschriebenen Profivertrag haben muss. Ansonsten, Partner des heutigen Videos ist Waterdrop. Ihr wisst, ich liebe Waterdrop. Waterdrop ist extremst nice. Es gibt übrigens mit meinem Code Nahim10 ganze 10% nochmal on top und das gilt aber nur für 3 Wochen, das heißt, da müsst ihr schon schnell sein. Ansonsten sehr, sehr nice. Freunde, wir stehen kurz vor der 1 Million Abonnenten. Es wäre sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet, damit ihr auch in Zukunft wirklich nichts mehr verpassen werdet. Ansonsten würde ich sagen, wir schnacken auch gar nicht groß rum, sondern bitten unsere Special Guests einmal bitte rein! Yeah, Playboy oder was? Servus, was geht? Oh mein Gott. Ah, nice. Also gut. Gut. Shit. Jungs, ihr seht so fresh heute aus, ne? Ihr seht so, so fresh aus, Jungs. Jungs. Boah, sind sich voll. Whoa, what's up? Alter Squad, heute wieder. Wir sind da, Bro. Geht's euch gut? Super. Alles gut, Mann. Bro, das ist warm geworden, ne? Ja, ein bisschen. Ist gut. Ich schwöre, es gut. Ja. Deswegen haben wir euch auch außenreichend mit Getränken versorgt heute. Obwohl, wieder mal von Waterdrop, kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Mhm. Waterdrop ist ein Partner von uns und ich bin richtig zufrieden mit Waterdrop. Was macht man denn mit Waterdrop? Also was ist das jetzt? Erkennst du gar nicht? Nee, kenne ich nicht. Also ich bin so ein Mensch, ich trinke halt sehr, sehr viel Wasser. Ist auch wichtig, ne? Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Aber Wasser wird auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Das stimmt, ja. Und dadurch bekommt ihr noch mal ein bisschen Geschmack mit dazu. Weil so ist quasi wie, als würdet ihr Früchte noch mal ins Wasser reintun. Bruder, beste, was es gibt, ehrlich. Also für die Leute, die nicht viel trinken, ne? Waterdrop, drop. Und gerade jetzt, was wir drehen nämlich heute, erkennen den Profisportler. Ja. Du trainierst doch auch, Bro, oder? Der trainiert nicht. Er trainiert. Er trainiert ab und zu. Ich trainiere nur ab und zu. Guck mal, er sagt zu mir, ich habe heute trainiert. Ich so, was hast du gemacht? Der so 80 Liegestütze. Das ist doch kein Training. Aber man muss doch irgendwo anfangen. Ja, irgendwo muss man anfangen. Ja, er versteht das nicht. Anfangen. Was heißt nur Liegestütze? Mach mal 80. Ja, okay, komm. Bruder. Ich bin Teilzeitsportler, aber... Wenn ich komme, dann komme ich richtig. Dann würde ich euch auf jeden Fall Microlite empfehlen. Weil ich benutze das jetzt schon eine längere Zeit, so nach dem Training immer ganz, ganz wichtig, weil ich schwitze. Bei mir ist so das Problem, ich schwitze halt allein jetzt schon. Es ist so warm, ich schwitze immer viel und deswegen ist das besonders wichtig. Weil gerade nach dem Training, wenn ihr viel schwitzt und so, verliert ihr ja sehr viel an Elektrolyten und dadurch bekommt ihr das wieder. Leute, check das. Ich probier mal. Ich lüge nicht. Wie heißt das? Microlite? Ja. Nein, das ist nicht das. Das war nicht Microlite, das war. Micro Drink. Ananas Erdbeere, Passionsfrucht. Okay, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Muss schmecken. Hm, ist gut. Boah, ich nehme auch einen jetzt. Ey, du hast mich direkt überzeugt. Ich nehme sofort einen. Ich will auch. Hier ist noch schwarze Johannisbeere, Holunderbeere. Nimm du Johannisbeere. Ja, ich nehme das hier. Ich habe einmal gesagt, die wollen jetzt alle trinken. Und auch so überzeugt sein wie du, ne? Ist der dumm. Getränkewürfel mit Vitamin, nicht schlecht. Leute, guck mal, ihr seht, dieser geht rein. Ja, aber hier ist eine andere Farbe. Ey, Leute, komm mal her. Guck mal, andere Farbe. Welches hast du genommen, Frankie? Bruder, hier, Water Drop. Ah, du hast die Elektrolyte genommen. Ja, Microlite genommen. Er war gestern trainieren, der Teilzeitsportler. Ah, ohne Zucker sogar auch noch. Ja, alles ohne Zucker. Alles ohne Zucker. Ohne Koffein. Leute, ihr wisst Bescheid. Boah, das riecht auch gut. Ja, riecht gut. Alright. Ich hoffe, dass es euch schmeckt. Also ich finde es richtig nice, wie gesagt, auch gerade für den Sport. Deswegen auch die Folge heute, also ich finde, es passt auch sehr, sehr gut. Ja, Profisport. Und das Geile ist, wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, bekommt ihr mit meinem Code Nahim10 nochmal 10% on top. Aber es ist auch leider nur 3 Wochen gültig. Mhm. Deswegen zuschlagen, Leute. 3 Wochen Zeit, Digga, direkt zuschlagen. Über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Ganze sichern. Und wie gesagt, mit meinem Code Nahim10 bekommt ihr nochmal ganze 10% on top. Und das gilt jetzt aber nur für 3 Wochen, deswegen müsst ihr da auf jeden Fall schnell sein. Aber ansonsten würde ich sagen, wir schnacken auch gar nicht mehr groß rum. Freunde, denkt noch dran, checkt bitte die Jungs aus. Das sind wirklich die mit Abstand krassesten Jungs überhaupt. Und warum hast du jetzt den gemacht? Ach so, bescheiden, Bro. Okay, dann würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht groß rum, oder? Sollten bitten unsere Teilnehmer. Aber bitte rein!
Was sagt ihr, Jungs? Erster Eindruck? Ja, alle sehen auf jeden Fall sympathisch aus und lustig. Wer ist denn für euch jetzt bis jetzt so am authentischsten? Ich weiß echt nicht. Ersten Eindruck. Irgendwie hinten rechts. Der hat diese Kämpfer so. Was denkt ihr denn, was Mitte macht? Boah, Bruder, der ist Rapper ich oder glaube, so. Ich glaube, der ist Rapper, ohne Frage. Falsches Format, Bruder. Wir suchen ja Profisportler. Ja, er ist zu falschen Lügen gekommen, Bruder, ja. Vielleicht ist er Wrestler. Der Junge ist Rapper. Rey Mysterio oder was? Der hinten mit der Anglermütze. Sieht auch authentisch aus, ja? Der sieht authentisch aus. Ganz normal gekommen. Stimmt, ja. Ja, ja, guck mal, die sind auch sportlich gekommen, damit man denkt, die sind Sportler. Aber der kam ganz normal. Bruder, ich sag nur, der kann auch Sportler sein, aber komm ganz normal. Der denkt schon, ich komme ganz normal. Weißt du? Ich muss die Sportklamotten anziehen, um zu zeigen, dass ich, weißt du, Sport mache. Okay, dann würde ich sagen, kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Also ich bin Hassan, ich bin 26 Jahre alt und bin seit Februar Schachboxer, professionell. Schachmeister. Schachboxer. Schattenboxer. Schachboxer. Genau, das ist tatsächlich eine neue Sportart, die gibt es jetzt seit 2003 in Deutschland. Die wurde von Irb Rubbish erfunden. Rubbish. Genau, der ist tatsächlich Holländer, aber der hat sie hier in Berlin erfunden. Schattenboxer. Schachboxer. Die erste Runde spielst du Schach, die zweite Runde boxst du dich, die dritte Schach. Bruder, das ist okay, Bruder, ja. Ey, Digga, das kennst du doch nicht ernst, mein Alter. Das heißt Schachspielen und Nachboxen. Ja! Bruder, der war besoffen, dass er das erfunden hat. Der sagt dir ehrlich. Er denkt sich doch nicht irgendwas aus. Kann sein, Bro. Warum? Wir wissen das doch nicht. Zum Beispiel im Dezember habe ich tatsächlich einen Kampf gehabt. Das war auf Twitch und das hat 350.000 Zuschauer, deswegen... Habt ihr das gesehen? Ich hab nicht mal Twitch. Oder sowas sieht man doch, oder nicht? Das war in Amerika, in L.A. Man sieht das trotzdem in Deutschland, wenn das 350.000... Und das Ganze machst du hauptberuflich, davon kannst du leben. Von den Kämpfen selbst natürlich jetzt nicht alleine. Ich biete selbst Training auch noch an, im Mental, in Boxen und in Schach. Aber im Boxen mache ich es hauptsächlich. Was verdienst du so pro Monat? Für die Trainings selbst, Personal Training, Boxen 60 Euro, fürs Mentaltraining 40 Euro und fürs Schach 30 Euro. Und auf was kommst du da so durchschnittlich im Monat? Netto 1.800, nicht viel. Kannst du mal Schattenboxen machen? Ja, klar. Also meine Gegner sind teilweise sehr groß. Das heißt, also erstmal bin ich in der Boxstellung, schütze mich hier und mit der Schulter. Und ich versuche immer quasi zu landen und viel zu meiden. Ah, Bruder, chill mal, jawohl. Knockout. Bruder, dieser Denkmann, der ist am Telefonieren Knockout. So. Sein Gegner war gerade Knockout. Er war nicht schlecht, ehrlich. Gegen den auf jeden Fall nicht kämpfen, ne? Auch nicht beleidigen, weil der kann danach mit uns so und so machen. Aber gibt's das überhaupt? Das ist die Frage, Digga. Also habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Schachbox. Kämpfen kann der auf jeden Fall, weil dieser Mut, Bruder, muss swingen und so. Ja, ja. Aber genau das macht halt auch das Schachboxen so beliebt. Also jetzt für mich zum Beispiel, weil ich bin jetzt kein Profi-Boxer und im Schach bin ich jetzt auch nicht profimäßig, aber so kann ich beides ausgleichen. Wie viele Figuren gibt es auf einem Schachfeld? 32. Sicher 32? Ich glaub, der hat das auswendig gelernt, ja? Boah, der ist sich echt nicht sicher, ne? Doch. Also ich meine, du hast ja auch ein, also jetzt, wenn ich jetzt über Schach ein bisschen reden würde oder jetzt mehr hören würde, zum Beispiel habe ich auch ein Elo. Also zum Beispiel jetzt in meinem letzten Profikampf, da geht es zum Beispiel darum, da durfte ich 1400 bis 1500 Elo haben und da spielt tatsächlich das Boxen jetzt nicht so eine krasse Rolle. Aber wie wird denn das dann bewertet? Also du musst dann ja einen Gegner haben, der in deine Gewichtsklasse auch reinpasst? Genau, das wird auf beides geachtet. Also du musst diese Elo-Anzahl ungefähr haben, als auch den, das Gewicht. Und wo findet sowas statt? Wie, sind da Zuschauer dann oder wie ist das? Bei der WM war jetzt tatsächlich weniger Zuschauer dabei, da waren wir eher unter uns. Wie heißt die Arena, wo du gekämpft hast? Das ist tatsächlich, also weil es halt noch nicht so groß ist, war es ein Hotel. Aber durch die WMs machst du auch kein Geld. Hotel? Das ist voll der schlechte Lügner, ne? Ja, er kann nicht lügen. Aber zum Beispiel, im Schach gibt es ja zum Beispiel Eröffnungen. Ich weiß nicht, ob ihr, also wer, spielt einer von euch Schach? Also du hast mich gerade die Schachfrage gestellt. Wie viel, kennst du die Eröffnungstheorien? Zum Beispiel gibt es Eröffnungstheorien. Also guck mal, wir glauben dir, dass du Schach spielst, aber wir glauben dir nicht ganz, dass es diese Sportart gibt, weißt du? Aber wie bist du überhaupt auf die Sportart gekommen? Durch einen Kollegen tatsächlich. Also wir haben früher tatsächlich, ich habe nämlich hauptsächlich geboxt früher. Und also geboxt habe ich jetzt, 2015 habe ich mit Boxen angefangen. Und dann haben wir quasi uns immer in einem Park getroffen, ich und ein Kollege. Und der hat mir das erste Mal tatsächlich von Schachboxen erzählt. Okay, eine Frage. Wie gewinnt man denn? Also wenn du... Drei Arten kannst du gewinnen. Hauptsächlich kannst du, also im Boxen kannst du TKO gehen. Dann kannst du durch Schachmatt gewinnen oder durch Zeit. Das heißt, deswegen geht es auch nur 5 Runden, weil nach 5 Runden läuft dein Timer ab. Das heißt, wenn du schon... Genau, du spielst quasi Schach. Also, darf ich kurz demonstrieren? Zum Beispiel jetzt, wie die erste Schachrunde läuft. Also das heißt, ich gucke mir das Feld an, gehe den Bauern nach vorne, klicke auf meine Zeit. Ich muss nämlich gucken, dass ich so viel von meiner Zeit noch habe am Ende, damit der andere... Okay, wenn du jetzt verlierst im Schach, hast du komplett verloren dann? Genau, ich habe durch Zeit verloren. Also meine Zeit ist abgelaufen, ich habe die erste verloren. Und du hast komplett die Runde verloren, du kannst gar nicht mehr kämpfen. Genau, richtig, du hast dann verloren. Und dann immer so weiter. Und dann irgendwann kommt ein Gong, dann sind die 3 Minuten um, dann ziehst du deine Boxhandschuhe an, deinen Zahnschutz und dann geht's in den Boxring. Also
wenn es das gibt, Digga, dann ist es komisch. Bruder, wenn ich Schachmeister bin, ich gehe und nehme die alle auseinander, ich muss mich mal kämpfen. Ja, aber dann gehst du ja vielleicht im Boxen TKO. Es gibt doch gar keinen Boxen, wenn er Schach machen hat. Ja. Genau, aber ich kann ja die Zeit für mich ablaufen lassen, wenn ich weiß, der ist, kein Boxer. Alles gut. Dann kann ich die Zeit erstmal ablaufen lassen. Das ganze Konzept ist für mich sehr komisch. Das macht da gar keinen Sinn. Dann gehe ich und chill da 5 Minuten. Du hast gute Idee mit dir, Schachboxer. Ja, da muss man einfach nur stark sein und immer die Zeit runterlaufen lassen. Nein, du gehst und setzt dich hin, du warst 5 Minuten. Eine letzte Sache vielleicht noch von mir noch. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier mitmache. Am Ende habe ich ja hier keinen großen Gewinn raus, aber ich möchte diesen Sport repräsentieren. Du bist cool, Bro. Ich feiere dich, aber ich glaube nicht, dass es diese Sportart gibt. Wenn du Schach machen willst, dann mach Schach. Wenn du boxen willst, dann geh boxen. Dann dank dir, Bro. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Ich bin Armin, 23 Jahre alt, seit 5 Jahren Profiboxer. Ich bin kein Rapper oder sonstiges, ich bin Profiboxer. Guck mal seine Hände, Bruder, da hat die so. Bro, guck mal seine Hände, Bruder, da hat schon vielleicht davor jemand gehauen. Warte, lass doch erstmal klären, warum hast du dein Gesicht mit der Maske auf dem T-Shirt? Das ist meine Marke und ich komme immer so in den Ring rein mit meiner Sturmmaske. Also das ist einfach meine Eigenschaft, ich komme immer so rein. Darf man mit Sturmmaske in den Ring? Das ist mein Einlauf, also ich komme immer so rein. Willst du mal deine Maske absetzen? Können wir das danach machen. Ja. Da hat schon ein paar Leute geschlachtet. Seit wann machst du denn Boxen? Seitdem ich 15 bin. Ich box auch, ne? Kannst du ein paar Moves machen, Frankie? Bruder. Mach mal Schattenboxen, Bro. Nee, lass, Digga, lass. Alles gut, Bruder, alles gut. Wir wissen, warum du kein Boxer geworden bist. Frankie, lass dir nichts von ihm sagen, war stark. Bruder, man merkt auf jeden Fall, seine Aura ist diese Ernst, weißt du? Ja, das ist kein Spaß. Ehrlich, das ist kein Spaß, Bruder. Wie ist denn dein Boxername? One Punch Man. Weil der eine Glatze hat, ne? Hat der eine Glatze? Der hat eine Glatze. Wie fandest du gerade Frankies Moves? Man kann auch viel machen, Bruder. das war eh sowieso Warm-Up. Aber ey, ich finde, sein Boxername finde ich traum, ja? One Punch Man ist stark, Bruder, ehrlich. Das heißt, One Punch, du gehst schlafen, Wille. Ah, nice, opfer dich für das Team jetzt einfach. Warum? Nein, Bruder, mach ich nicht. Wann hattest du deinen letzten Kampf? Das war in Oberhausen bei Universum Boxing. Oh, Universum hat Universum. Ich sag euch doch, Digga, das ist der. Ja, aber kannst du, Digga, kannst du davon leben? Warte, gegen wen hast du denn gekämpft? Das geht nach dem Ranking. Also es geht immer nach dem Ranking. Ich will mich ja hocharbeiten, ich will mal den Gürtel haben. Man baut sich langsam auf. Also du kennst ihn aber nicht, der kam aus Bosnien. Wann war dein letzter Kampf nochmal? Am 5. November. 5. November? Ich kämpfe nicht gegen TikToker, YouTuber. Ich weiß. Du bist ein richtiger Boxer, ne? Ich bin richtiger Boxer, ich bin kein TikToker-Boxer. Boah, spannend. Also er ist auf jeden Fall spannend. Ja, wir gehen weiter, ne? Egal, wir hören mal weiter. Wir hören erstmal weiter, würde ich sagen, ja. Ich bin Adam, ich bin 20 Jahre alt und ich bin Fußballprofi. Bruder, ja. Wo spielst du? Bei SSV Ulm in der Regionalliga. Also das ist für die nicht wissen, was Regionalliga ist, das ist 4. Liga. Wie alt bist du? 20. Welche Position spielst du? 10er. Wie viel verdienst du in der Woche? Das Ding ist, ich darf vertraglich nicht genau sagen, wie viel, aber so ein Regionalligaspieler im Durchschnitt verdient so 2 bis 3. Nie regional, du. Bruder, Vertrag, Bruder, der darf nicht sagen. Warum? Selbst von großen Fußballern weiß man doch, was sie... Ja, was aber sie... bei den großen Fußballern, da wird es ja so geleakt. Das Ding ist so, du kannst ja theoretisch, kannst ja im Internet eingeben, ja, wie viel verdient, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo. Was für einen Marktwert hast du? 10.000. Das ist zu wenig. Boah, davon kam man doch nicht, Bro, niemals. Bruder, erst bei Bundesliga bist du... Hallo, Marktwert 10.000, du verdienst 3.000 im Monat? Ja. Nee, glaube ich nicht. Bruder, mit Marktwert 10.000 verdienst du, Digga, da verdienst du nix. Wie lange läuft dein Profivertrag? Jetzt bei Ulm 2 Jahre. Sag mir genau, wann dein Vertrag abläuft. Zu welchem Datum? 2025 im Juni. Wann? 30.06. Boah, ja, der weiß ja. Aber trotzdem, muss nicht sein, dass er ein Profi ist. Aber ganz kurz, ist man in der 4. Liga überhaupt Profi? Bruder, nein. Bruder, ab Bundesliga. Das kommt halt drauf an, wie man Profi definiert. Es gibt doch einen Profivertrag. Ja, man kriegt einen Profivertrag, man wird ja bezahlt. Ich kann ja rein davon leben. Erzähl mal, wie läuft dein Alltag so ab? Ich habe 5-mal die Woche Training. 5-mal die Woche hat er Training und dann ein Spiel auch noch. Nicht mal Manchester City hat 5-mal die Woche Training. Die trainieren sogar 2-mal am Tag. Die trainieren morgens und abends. Das Ding ist, aber... wenn ihr jetzt denkt, keine Ahnung, man ist dann richtig erschöpft oder so, gegen Ende, also Richtung an Spieltag nah dran kommt, da macht man eher Taktisches, beziehungsweise eher Standards und so weiter. Aber man hat schon 5-mal die Woche Training. Er spielt im Verein. Oder der weiß auch einfach, was er da erzählt. Er kriegt auch so Spielprämien und so, es gibt doch diese Prämien. Du bist erst Profi, wenn du bei Bundes, da muss man diese Bundes eigentlich. Ich glaube, ab 3. Liga ist man Profifußballer. Ja, ich glaube auch ab 3. Dritte. Regionalliga ist ja viel zu viel, stimmt. Digga. Es gibt Regionalliga Nord, Regionalliga Nord. Ja, das stimmt. Es
gibt einen Süden. Digga, wenn alle von den Profis werden, wie viele werden das? Ich glaube, der ist auf dem Weg dahin, aber der ist nicht. Es gibt Regionalligaspieler, die verdienen jetzt so 2.000 bis 3.000, manche verdienen sogar 4.000, beziehungsweise es gibt ja auch allgemein Premium, zum Beispiel, wenn du 10 Tore geschossen hast, kriegst du so und so viel Geld noch dazu oder so. Aber du wirst nicht mit einem Marktwert von 10.000 Euro 3.000 im Monat verdienen. Glaube ich auch nicht. Welche Position spielst du? Zehner. Welche Nummer dein Trikot? 10. Du hast Nummer 10? Also bist der Beste so. Du kannst ja nicht quasi durch eine Nummer definieren. Bei 10, Bruder? Da 10, du weißt selber, Respekt. Ja. Du hast Respekt. Wer Nummer 10 hat, Respekt. Ehrlich? Bruder, ich sag euch ehrlich so, natürlich so, wenn man eine krasse Nummer hat, schon cool. Das Ding ist, als ich habe extra in meinem Vertrag schreiben lassen, dass ich die Nummer 10 bekomme. Mann, ey, Profi! Man drängt Starspieler, Digga. Mein Cristiano Ronaldo kommt. Cristiano Ronaldo ist gekommen zu Unterhaching. Das Ding ist, wenn er das machen konnte, ist gut, aber ich weiß. Du musst halt schauen. Ich sag's euch, es ist wirklich so. Das sagen auch meine Kumpels und so unter uns, es ist wissenschaftlich bewiesen, wenn du die richtige Nummer hast, Bruder, dann spielst du einfach 20-30% besser. Das ist so. Und das war mir extrem wichtig, dass ich die Nummer 10 bekomme, weil mir war das wirklich wichtig. Das kann dir wichtig sein, aber wenn du nicht krass bist, man gibt dir das trotzdem nicht. Es gab nicht jemanden vor dir, der die Nummer 10 hatte? Ja, es gab jemanden vor mir. Und du hast ihn weggenommen, weil du so gut bist. Nein, der wurde nicht weggenommen. Und zwar ist dem sein Vertrag an dem Zeitpunkt ausgelaufen. Ich bin so doof, fällt mir gerade auf. Oh. Welche Liga spielst du nochmal? Südwest. Geht gar nicht. Ulm, wisst ihr, wo Ulm ist? Und ganz unten. In Bayern, Bruder. Das kann nur Regionalliga Süden sein. Südwest geht gar nicht. Natürlich ist es Südwest, Bruder. Stimmt. Kann sein, dass die so heiß scheiße. Egal, guck mal, erstmal weiter. Bruder, erstmal weiter. Aber er hatte kurz dieses Fuckgefühl. Ja. Wer ist so dein fußballerisches Vorbild? Sö. Ronaldo natürlich. Raus. Warum raus? Weil Ronaldo ein Vorbild ist. Warum? Jeder, der nicht Messi sagt, der hat keine Ahnung vom Fußball. Oh, Messi ist die so, Eins. Ja. Okay, das hat aber nichts mit dem Thema zu tun. Guck mal weiter. Soll ich dir sagen, wieso Ronaldo mein Vorbild ist? Guck mal, Messi, okay, Bruder, der ist talentiert, der ist gut. Ich sag kein Wort gegen Messi, aber Ronaldo, das ist halt einfach die Definition von harter Arbeit. Und ich nehme aber ich verstehe das Argument nicht. Als würde Messi nicht hart arbeiten. Nein. Warte, ich habe eine Frage. Wie lange brauchst du für einen Kilometer pro Minute? Ungefähr 1:45. Ah, nice, glaubst du das? Ist schnell, ja? Das ist Weltrekord schon, glaube ich. Warte ganz kurz, Bro. 1:45? 1:45 für einen Kilometer, wow. Das heißt, wie viele Leute denn bei 100? Schnell, ja? Beispiel, ich laufe bei 100 Meter 10,55 Sekunden. Das heißt, er läuft 600 Meter in einer Minute. Das heißt, du bist schneller als ich. Kann sein, sollen wir sprinten. Boah, lass mal Sprintduell machen. Das Ding ist, ich muss halt aufpassen, dadurch, dass meine Bänder über den sind. Kann ich immer auf den Fuß treten, um zu gucken, ob das weh tut? Ich war. Jungs, bei aller Liebe, ne, ich glaube nicht, dass er Fußballprofi ist, ehrlich. Aber, warte, wie viel wiegst du? Ich wiege 67. 67? Hätte ich nicht gedacht. Ich bin ein bisschen dünn, aber, und ich verliere oft Zweikämpfe, aber ich mache jetzt, sage ich jetzt mal, in meinen Spielen auch so ein bisschen Show. Neymar. Warte, guck mal, du hast gesagt, Ronaldo ist ein Vorbild, weil es so harte Arbeit, Ronaldo, bla bla bla, nicht bla 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 und so weiter. Warum bist du heute hier? Ich denke, ihr wisst alle, dass man ganz langfristig gesehen, wenn ich vor allem jetzt, zum Beispiel, es kann ja sein, dass ich mich zum Beispiel schlimmer verletze und dann komplett ausfalle, das habe ich auch in der Jugend gesehen und ich mache nebenbei, also neben dem Fußball, weil ich noch Zeit habe, in der Jugend schon angefangen, so ungefähr mit 17, mit TikTok, mit Comedy-Videos. Und was erhoffst du dir durch diese Social-Media-Präsenz? Weil bei TikTok verdienst du ja nichts. Wenn ich eine Reichweite auf TikTok aufbaue, dann kann ich das ja genauso auf Insta oder YouTube und so weiter übertragen. Schwer. Also bei TikToker weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Also von TikTok die Leute rüberzuziehen, hat bis jetzt nicht bei vielen geklappt. Ich weiß, was ihr meint. Ich meine, ich struggle ja selber teilweise so damit rum. Und du machst Comedy-Videos? Ich mach Comedy-Videos. Ah, Bruder, was ist das? Eine Geschichte, ja? Der will so sein wie Ronaldo, hart kämpfen, hart arbeiten. Viele Kinder verlieren deren Träume und verletzen sich. Der macht Comedy-Videos nebenbei. Das Ding ist, das eine kann ja nach dem anderen kommen, wisst ihr? Ich habe zwei Träume. Ein Traum, Fußballprofi. Zu 100%. Haben wir alle. Und mein zweiter Traum, falls Fußballprofi nicht klappt, ist dieses Influencer. Du bist doch schon Profi. Ja. Boah! Ey! Scheiße! Bro! Stark, Mann! Der Traum, Bruder! Das war dein Traum! Hey. Ich dachte, du bist Profi, Bruder! Hey.
Ich rede ja quasi wirklich von Erste Liga, alles Champions gut, League. Alles gut, Bro. Alles gut, Bruder. Du bist kurz ehrlich, weißt du? Ich weiß, ich schwöre, das klingt richtig unglaubwürdig. Alles gut, Bruder, nicht schwören unter Bruder. Aber ich habe auch, also vor kurzem, das war vor 4 Monaten, wurde ich auch in die algerische Nationalmannschaft eingeladen. Am Training vorm Spieltag. Oder ich hatte so Bauchschmerzen. Also for real, ich gehe zu meinem Trainer, ich sag so, j'ai un problème là, est-ce que je peux aller aux toilettes? Ich gehe aufs Klo, wirklich, ich laufe so, einfach so ganz normal erstmal, damit man nicht merkt, Digga, dann renne ich in die Kabine. Ich schwöre, ich hatte Dünnschiss, sein Urgroßvater. Hey, Comedy-Story, ja? Comedy! Das ist wieder mal Comedy! Der will uns verarschen, Digga, ja. Du Comedian, wie machen wir das jetzt? Wer kommt auf diese dumme Idee, zu sagen, Digga, der hatte im Training Dünnschiss? Weil du Comedy machst. Alles gut. Ey, lass doch mal den nächsten hören. So viele tausend Menschen. Ich hab mein größter Traum, in die algerische Nationalmannschaft zu kommen, ist nicht wahr geworden, weil ich Dünnschiss sein Urgroßvater hatte. Ich finde, es ist ja eher nicht so unangenehm, wenn es eine Lüge ist. Weil dann kannst du sagen, war Cap. Yeah. Aber wenn es real ist, ist es ja. Guck mal, du machst ja Comedy. Weißt du, so eine Geschichte kannst du auf TikTok erzählen, du kriegst vielleicht 1 Million Aufrufe, wenn das stimmt. Algerien bei der Weltmeisterschaft nicht dabei, warum? Weil die gegen Senegal verloren haben. Gegen Senegal? Alles klar, das ist der nicht. Die haben gegen Kamerun verloren. Du bist oder aber ich weiß noch. Nein! Wir wollen nicht mehr, nein! Ich weiß noch ganz genau. Ich war. Nein, bitte nein, ey, wir können nicht mehr. Warte, der wollte was sagen wegen Algerien gegen. Letztes Mal, ich will noch hören, was er zu sagen hat dazu. Also ich habe wirklich die Nation verwechselt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich nicht in der algerischen Nationalmannschaft gespielt. Ich habe das Spiel verfolgt. Ich weiß noch, wie es ausging. Es war so, dass Algerien quasi durch Auswärtstorregel in der letzten Minute durch einen Elfmeter rausgeflogen ist. Ich habe das gespielt. Ich habe geheult wie ein Baby, Alter. Bruder, das hat mein algerisches Herz gebrochen. Ja, bruh. Easy, gib Mikrofon weiter. Das war ich mal Elfmeter. Das war ganz normales Tor. Der sagt Elfmeter. Lass ihn doch einfach mal. Der arme Bro. Er gibt sich voll Mühe. Er hat so viel gelogen, Digga. Die algerische Community will ich auseinandernehmen, weil, Bruder, das Spiel hat den Weg getan und du weißt mal, dass sie gespielt haben. Hast du gut gemacht, aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem nächsten weiter. Hallo, mein Name ist Roshan und ich betreibe seit ich 6 bin Leichtathletik. Und du bist jetzt Profi? Ich bin Profi. Ey, ich bin Profi. Profi. Ist ja viel. So, was denn? Sprinten, Springen, also was denn? Also ich gehe nach dem 10er-Kampf. Das sind eben 10 Disziplinen. Was sind das für verschiedene Sportarten? Also welche Bereiche? Sprinten, was noch? Sind die ersten 5 Disziplinen? Bei den ersten 5 haben wir einmal 100-Meter-Lauf. Wir haben einmal 1500-Meter-Lauf, also Ausdauerlauf sozusagen. Wir haben Weitwurf. Wir haben Kugelstoßen. Nein, Hürdenlauf war beim zweiten Mal. Das fünfte fällt mir gerade nicht ein, muss ich sagen. Ganz kurz. Er hat gesagt, das fünfte fällt dir nicht ein. Hast du nicht gesagt, es sind 10 verschiedene Disziplinen? Ich komme da immer durcheinander. Aber dir fallen von 10 nur 4 ein? Nein, von den ersten 5, weil man das sozusagen aufteilt, dass man in der ersten... Okay, was ist bei den zweiten 5? Da haben wir Speerwurf, da haben wir 110 Meter Hürdenlauf, Stabhochsprung, Speerwurf, wenn ich schon gesagt habe. Konnte er nur 3 sagen, Bro. 2. Diskus werfen. Da fehlen noch 2. Es variiert tatsächlich. Der weiß es doch nicht. Der weiß es nicht. Wenn du Profi bist, dann musst du das ja wissen, Digga. Aus dem FF. Bruder! Es variiert teilweise, dann gäbe es noch Weitsprung und sowas wie ein Standweitsprung, da gibt es auch so Variationen. Der verarscht uns, ne? Er sagt sowas wie Standweitsprung. Pierre nimmt man sich aus Laufen, Springen und Werfen gewisse Disziplinen und macht daraus so einen. Das Profi in allen Bereichen. Du hast von Kugelstoßen gesprochen, ne? Exakt. Kannst du mal in die Startposition gehen, wie beim Kugelstoßen? Ich will euch nicht verarschen, wegen meinem Ellbogen ist das ein bisschen eklig vom Werfen. Was? Ellbogen und Schulter ist gerade ein bisschen eklig vom Werfen. Deswegen aber kannst du nicht in die Position gehen. Du musst nicht, wir haben jetzt keine Kugel hier. Ich könnte euch sowas vormachen wie Weitsprung oder so, da brauche ich meinen Arm nicht zu benutzen, weil ärztlich darf ich den wirklich nicht belasten. Du sollst gar nicht werfen, einfach nur zeigen. Guck mal, der macht so mit seinem Arm, aber der kann nicht zeigen, wie man das macht. Du sollst nur in die Startposition gehen. Ich persönlich fange hier an. Hier und man geht in eine Drehung. Sozusagen ich laufe meistens ein bisschen und man geht in eine Drehung und wirft das sozusagen. Wichtig dabei ist eben die Hüftrotation, aber ich würde das mit einem gewissen Lauf
davor machen, damit das eben weitergeht. Kennst du Kugelstoß? Kugelstoß ist doch ganz anders. Das ist dies mit denen. Bruder, das ist doch das hier, Bruder. Ich hab ja leichtathletisch gemacht. Und du sagst ja, du bist Profi. Und du musst ja eine Sache ja, oder zwei Sachen aussuchen, wo du gut bist. 100 Meter, also Beispiel, ich habe ja damals nur 100 Meter gemacht und 200 Meter. Und als ich frisch damit angefangen habe, da haben die mich gefragt, was ist so dein Lieblings... Dein Fokus. Deine Stärken. So, genau. Das, und du musst eigentlich zwei haben. Für mich sind es Springen und Laufen auch tatsächlich, aber... Aber okay, wie schnell läufst du auf 100 Meter? Ich muss tatsächlich sagen, 10,5 ist schon ziemlich krass, wenn das realistisch ist, ja. Also wenn das wahr ist. Es ist wahr. Ist kannst nicht 9,8 oder so der Weltrekord? Ja, das ist ja der Usain Bolt. Aber du musst ja denken, ich bin ein Usain Bolt-Fan und da, du kannst aber gucken, mein Name ist Franco Hype. Guck mal, die Leute haben keine Zeit heute. Guck mal, die zwei da hinten haben noch nicht geredet. Bruder, weiter. Bruder, der ist das nicht. Der ist das ehrlich nicht. Das stimmt, Bruder, als Profi, du kannst doch nicht alles machen. Als Profi, du musst schon eine Sache. Ich kenne mich mal mit Leichtathletik aus, aber als ich das geguckt habe, Bruder, Usain Bolt rennt nicht, auf einmal der geht Speer werfen, Bruder. Auf einmal geht der weißt du, was er sagt? Kugel stoßen. Und dann macht der Hochsprung noch. Am Ende kommt der Trainer zu dir und sagt, ey, was willst du jetzt? Auf was willst du fokussieren? Auf einen Bereich, den du besonders gut kannst. Du machst einen speziellen Bereich bekommen. Ich will nur wissen, was verdienst du denn? Ich kriege die Sportförderung, die 700 Euro. Dann lebe ich halt im Internat. Das heißt, keine Essenskosten. Ich lebe sozusagen umsonst. Und der Rest von meinem Einkommen ist sozusagen Sponsoring. Das ist deine Einkommensquelle? Daneben auch meine Einkommensquelle, ja. Welcher Verein bist du denn? Oder warst du? Oder? Niedersächsisches Leichtathletikverband. Aber was jetzt hart ist, woran definierst du denn, dass du ein Profi bist? Sowas wie, dass du dein Leben darin widmest, im Prinzip. Ja, aber dann hast du ja deine eigene Definition gemacht. Dann bist du ja kein offizieller Profi. Was wäre denn für dich die Definition? Wenn man einen Profivertrag hat. Einen Profivertrag vorgelegt. Nun, einen speziellen Profivertrag hast du nicht, wenn du in den Nationalteam reingetan wirst, also reinkommst. Der ist selber kein Profi, da hat er noch nie gesehen. Bruder, der ist kein Profi und der hat nicht mal ein bestimmtes Dings. Aber ihr habt keinen Profi, du hast keinen Profivertrag. Kein Profivertrag. Dann bist du auch kein Profi. 2017 hast du gesagt. Aber ganz kurz, er ist kein Profi, weil er definiert sich selbst als Profi, weil er sagt, er widmet 100%. Genau. Aber wenn jetzt zum Beispiel Michel 100% Fußball widmet, weil er in der Freizeit die ganze Zeit mit seinen Freunden spielt, dann bin ich immer noch kein Profi. Dann ist auch kein Profi. Prinzipiell entsteht ja meine ganze Einkommensquelle aus dem Sport, indem ich die 700 Euro Förderungsgeld nehme. Aber guck mal, und als Sportler ich hatte auch Freunde früher, die Fußball gespielt haben und die haben Spielerprämien bekommen für 200 Euro, aber deswegen sind sie ja keine Fußballprofis. In dem Sinne. Weil ich sehe da halt darin dieses, okay, durch den Sport kriege ich die 700 Euro Förderungsgeld, durch den Sport kriege ich dieses Sponsoring. Das heißt, aber das macht dich ja nicht zum Profi. Auch ein Sponsoring macht dich nicht zum Profi. Wie viele Leute haben Sponsoring? Alleine, du hast auch gerade von Affiliate gesprochen. Also soll jetzt nicht hart klingen, aber das kann jeder machen. Jeder kann Affiliate-Link in deine Story klatschen oder kriegst du Geld, wenn jemand darüber kauft, weißt du? Aber dafür brauchst du nicht... Eine bestimmte Reichweite braucht man dafür. Brauchst du nicht. Affiliate-Marketing? Bei mir war es ja in dem Fall so, dass die Einkaufszahl von meinen Zuschauern, von meinen Fans, das ausgemacht hat, wie viel ich letztendlich bekomme. Wo? Fans wo? Fans wo? Fans wo? Wie viele Follower hast du denn so auf Insta? 36.000. Bro, da kannst du nicht, das ist, da kannst du nicht leben mit Affiliate-Marketing. Bruder, nach den anderen, guck mal, die zwei da hinten haben nicht mal heute kurz, geredet, Mann. Wie schnell läufst du auf 100 Meter? 10,7 ungefähr. Ich habe das jetzt nicht, genau im Kopf variiert. Ich denke mal 10,7 war das. Das ist nicht mal so krass. Das ist schon schnell, aber nicht der krasseste. Meine okay, was ist Weltrekord? Usain Bolt, wie schnell? 40. 9. Waren das 9,8? Bruder, wie kannst du das? Was bist du ein Profi? Ja, Alter, Mann! Lass weiter, Bruder, ehrlich. Bitte lass weiter. Das war doch 9,48 oder ja, nicht? Ja, 9,3, glaube ich, irgendwie so. Ich mach schon mal Leichtathletik. Ja. Ich will auch sagen, Bro, also. Hast du gut gemacht, aber jetzt wollen wir erstmal den nächsten hören, bitte. Ich halte es ein bisschen kürzer. Ich bin Marvin, 26 und professioneller Bärnackelkämpfer. Zeig mal deine Fäuste. Ah, weiß nicht. Also. Kannst du uns erklären, was das ist? Das ist praktisch dasselbe wie Boxen, nur ohne die Handschuhe. Guck mal seine Faust an. Kannst du meine Faust machen, Armin? Und guck mal seine Faust an. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das glaubt jetzt mit Bärnackel. Nein, auf gar keinen Fall. Der eine trägt Handschuhe. Guck mal seine Fäuste an. Der andere sagt, er trägt keine Handschuhe. Oder diese sieht süß aus. Nein, Spaß. Ja, bei dem sieht man mehr. Und davon kannst du leben, oder wie? Kann davon leben. Ich habe noch einen Nebenjob. Ne? Ich probiere, die kleinen Kinder ein bisschen rauszuholen aus der
dunklen Gosse, sag ich mal, und trainiere die ein bisschen. Ich glaube, das machst du hauptsächlich. Genau. Ja. Und das, deswegen ist er auch hier, weil er ein Message geben will an die Kinder, die sich irgendwo in den Kreisen bewegen. Kommt da raus und so. Hab schon alles gecheckt. Und check meine Sportschule. Ja. Dennoch ist doch kein Profisport, weißt du? Das ist so, wie heißt das? Ich glaube, das sind Kämpfer, die einfach... In Deutschland ist das illegal, das stimmt. Ich habe meinen ersten Profikampf in Polen abgehalten. Und in Polen ist das in Kroatien, in Tschechien, in Russland. Und da hast du einen offiziellen Profivertrag unterschrieben? Ja, richtig. Wo hast du denn überall bis jetzt bekämpft? Ich habe erst einen Profikampf in Warschau abgehalten. Ja, ich bin seit 2022, November, habe ich meinen Kampf gehabt, mein Pro-Debüt. Dann habe ich mich verletzt, habe einen beidseitigen Leistenbruch erlitten. Und deswegen bin ich erst seit einem halben Jahr draußen. Wie kam es dazu, dass du zu diesem Bernacke kamst? Also ich komme aus der Fußballszene, wenn ihr versteht. Also lass mal einen Test machen, weil ihr seid ja beides Profiboxer. Könnt ihr mal so ein Face-Off machen? Wie funktioniert ein Face-Off? Bro, das machen die problemlos, ja? Ehrlich. Bro, man denkt, die kämpfen bald gegeneinander, ja? Ey, das sah stramm aus, ja? Bro, das sah so stramm aus, ja? Okay, was verdienst du denn so durchschnittlich im Monat, wenn man fragt? Also, er hatte ja nur einen Kampf, ne? Über Geld spricht man ja nicht, ne? Es kommt immer auf die Veranstaltung an. Für den Kampf hast du wie viel bekommen? 3.000 habe ich bekommen. Aber wie lebst du davon, wenn du nur einen Kampf hattest? Was machst du noch wie so? Wie gesagt, ne, ich trainiere die Kinder, nebenbei mache ich Personal Training und so kriege ich ein bisschen Geld drauf. Und ich wohne bei meinen Eltern. Ne? Ja, ich glaube, der ist ein Kämpfer, der kämpft auch wahrscheinlich gut, der trainiert auch Leute. Aber da ist der jetzt nicht Profi. Vielleicht wird er bald Profi, wenn er wieder nicht mehr verletzt ist. Ich glaube, er will auch gar kein Profi werden. Er kommt vielleicht auch aus dem Milieu und sieht die Kinder und will die da rausholen mit Sport und ja, sowas. Sowas, ja. Wir haben dich schon durchschaut, Marvin. Also wirklich, wir sind nicht so schlecht. Werden wir sehen am Ende. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, dank dir. Und dann machen wir erstmal mit der letzten bitte weiter. Hallo, ich bin Nicole Schott. Ich bin 21 Jahre alt und mache Eiskunstlauf. Und du definierst dich als Profisportlerin? Genau, ich laufe für die deutsche Nationalmannschaft. Boah, das kann echt. Was? Ich hab gar keine Ahnung, ne? Was ist das genau? Also ich mache Einzellauf und laufe halt eben gegen andere Kandidaten, also auch andere Nationen. Und dementsprechend wird dann bewertet von einer Jury von ungefähr 5 Menschen, ist immer unterschiedlich. Wird dann einmal die Technik bewertet und einmal die B-Note, also wie man zur Musik läuft. Aber ist das Profisport? Keine Ahnung. Gute Frage, Digga. Ich glaube sogar Schach ist Profisport, oder nicht? Man kann doch Profi in Schach sein. Seit wann machst du das? Seitdem ich 4 Jahre alt bin. Und seit wann kannst du davon leben? Seit circa 4 Jahren, also 2019. Okay. Und du hast einen Profivertrag? Genau, ich bin bei der Deutschen Eislauf-Union. Wie oft läufst du im Monat? Auf Wettkämpfen. Oder Training? Wettkämpfe. Wettkämpfe kommt drauf an, wann die stattfinden. Im Januar war die Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft. Die Weltmeisterschaft hat dann im März stattgefunden. Deswegen ist es immer unterschiedlich. Kommt auch immer drauf an, welche Saison man gerade läuft. Wenn das so die Saison ist, wo gerade Olympische Spiele stattfinden, dann finden mehr Wettkämpfe teil. Und wann ist dein nächster Wettkampf? Also jetzt gerade ist die Saison vorbei. Also der letzte, die WM war jetzt im März. Die macht das, aber keine Profi, Burai. Ich würde sagen, ich würde vorschlagen, wir voten jetzt erstmal einen raus. Ja. Danke dir erstmal. Und ich wäre für... Hinrecht. Unser Fußballprofi. Algerien, Nummer 1. Algerien, Bruder. Der ist safe raus, oder? Sind wir uns einig? Safe. Wir können ihm ja noch... Obwohl... Nein, wir wollen ihm keine Chance geben. Wir wollen ihm keine Chance geben. Er redet heute nicht mehr. Ah doch, gib ihm eine Chance. Guck mal, ein Abschied. Er soll einfach nur Tschüss sagen. Deine letzte Worte, bevor du gehst. Könnt ihr mir noch einmal die Gründe nennen? Ja, guck mal, du hast vorhin von 10.000 Euro Marktwert gesprochen. Das haut mit deinem Gehalt überhaupt nicht hin. Soll ich ehrlich sein? Bruder, nicht mehr ehrlich sein. Sei nicht ehrlich. Sei nicht mehr ehrlich. Bruder, lass mal. Also ich kenne meinen Marktwert nicht auswendig. Ich schaue jetzt nicht die ganze Zeit nach meinem Marktwert. Und ich habe in der Nervosität 10.000 gesagt. Das war for real dumm. Aber es macht auch keinen Sinn, wenn du dich da in dem Bereich auskennst. Selbst wenn du deinen Marktwert nicht kennst. Normalerweise kennt den jeder Fußballer. Das ist so wie Abonnentenzahl auf YouTube. Ja, weißt du ja auch. So. Nein, bis kurz vor einer Million. Deswegen, ey, für die Leute, die noch nicht abonniert haben, Abo dalassen, damit die eine Million geknackt wird. Aber ganz schnell. Geschlafen. Bruder, und nach den Dünnschiss beim Training. Bruder, raus! Das war eine von vielen Gründen. Deswegen bist du leider raus. Wir haben dich lieb und ja, Mann.
Okay, wen wollten wir als nächstes raus, Jungs? Den ersten, oder? Das mit Schachboxen, Bro. Nicht Schachboxen, da hinten, Bruder. Ding, ne? Erstmal leichter. Leichtathletik. Deswegen können wir ihm noch mal kurz das Mikro geben. Ich habe ja vorherige Videos gesehen mit dem, wie hier, also erkenne den Profisportler. Und dort war es der Fall, dass man gesagt hat, okay, der Profisportler ist der, der von dem Sport lebt. Nee, das haben wir nicht gesagt bei Profisportler. Sonst heißt es zum Beispiel, wenn wir Magier drehen, dann sagen wir, der muss davon leben können, weil es gibt keinen Magiervertrag oder so. Aber beim Profisport gibt es ja schon offiziell einen Profivertrag. Deswegen kann man ja schon definieren, ob jemand ein Profisportler ist oder nicht. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel beim Boxen. Hat man doch bei dem ersten professionellen Kampf nicht auch gleich einen Profivertrag. Aber sobald du aus dem Amateurbereich rausgehst und irgendwo teilnimmst, hast du ja auch einen Profikampf. Doch, du unterschreibst ja was, dass du einen Profikampf hast. Du unterschreibst höchstens irgendwelche Bedingungen, aber du bist dann nicht jetzt... Doch, sobald du deinen ersten Profikampf hattest, ja, bist du Profiboxer. Und das Ding ist, du kamst hier hin und du bist ja Profisportler in deinem Bereich und du hättest einfach nennen können, was du machst, aber du sagst, du machst 10 Disziplinen und du kannst nicht mal nennen. Du kannst nicht mal nennen. Denn es wird zwischendurch ein bisschen getauscht, weil man halt ein großes Spektrum hat an Disziplin. Also Jungs, wir sind uns einig, oder? Ja, safe. Hast du auf jeden Fall gut gemacht, aber du müsstest trotzdem bitte raus. Ja, als nächstes würde ich sagen, Schachboxen, ne? Schachboxen würde ich auch sagen, ja. Aber der sieht schon sportlich aus. Ich finde, er hat es gut gemacht. Ja, hat er auch. Aber ich kaufe sie ihm halt nicht ab. Also, dass du davon leben kannst, weißt du? Ich glaube, das ist gerade seine Idee, die er hat. Er will das umsetzen. Ja. Aber das Problem ist, er hat echt nicht darüber nachgedacht, dass wenn ein Schachprofi da ist, er geht einfach dahin, er kann Leute schachmatt machen, dann wird er niemand boxen. Bruder, ein Boxer geht dahin und setzt sich 5 Minuten lang hin, sein Zeit läuft ab und dann geht er dann kämpfen. Was sagst du dazu? Ja, wie schon gesagt, es gibt halt heutzutage gibt's halt viele Sachen, die nenn mir mal ein paar Namen, ein paar Schachboxer. Yay! Yeah. Also meinst du jetzt Profis? Was sonst? Was sonst, Bro? Was sonst? Oh, wie Profis? Es gibt doch gar keine, die sowas machen, Mann. Es gibt gar keine, die das machen. Wenn er mich jetzt fragen würde, nenn mir ein paar Fußballer, ich würde jetzt 20 sagen auf Lock. Das liegt ja daran, quasi auch, weil der Sport einfach echt neu ist. Aber ich meine, guck mal, wie sieht so ein Kampf aus? Also es ist tatsächlich begrenzt. Also mein Kampf zum Beispiel, wir waren 4 auf der Fight Card. Ich war der 3. Kampf und im Endeffekt trittst du nacheinander an. Die Zeit ist tatsächlich sehr ungewiss, einfach weil du halt schon in der zweiten Runde K.O. gehen kannst oder auch es kann ja tatsächlich passieren, dass der Gegner so dumm ist und nach 2 Fehlzügen tatsächlich schon schachmatt gesetzt wird. Warum sagst du so oft tatsächlich? Bruder, ich bin einfach türkisch-deutscher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle unsere Lügner, also die meisten davon zumindest, immer wenn sie tatsächlich sagen, waren sie Lügner bisher. Ja. Mich dazu ein Profi macht, das habt ihr ja schon gesagt, ist ein Profivertrag. Also ich habe im Februar einen Profivertrag unterschrieben für meinen Kampf. Aber ganz kurz, wenn ich einhaken kann. Nathan und ich können jetzt auch eine neue Sportart erfinden. Beispielsweise, was weiß ich, Fußball und Wettessen oder so. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das ist Fußballwettessen und wir nehmen jetzt Michel unter Vertrag und schicken ihm einen Profivertrag, dann kann er ja nicht rausgehen und sagen, ich bin Profisportler. Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich bin halt leider nicht der Gründer von dieser Sportart. Ich weiß nicht, was es so offiziell gemacht hat. Wie heißt mal der Erfinder von diesem Schachboxen? Yep, Rubbish. Sein Name ist Rubbish. Rubbish heißt Müll, bruv. Das ist das, was er erzählt, das ist Müll. Bruder, bevor du gehst, mach mal paar Schattenboxen. Ich mag so. Ja, Mann, da sind wir so. Yes, so. Bro, hast du echt stabil gemacht, aber wir sind uns einig, Jungs, oder? Ja, safe. Okay, das heißt, du musst jetzt einmal bitte raus. Okay, Jungs, wen wollten wir als nächstes raus? Guck mal, ich habe noch Fragen an die Eiskunstläuferin. Und zwar, könntest du uns bitte so ein paar, wie heißt das, Bewegungen zeigen, jetzt ohne jetzt Eis zu laufen, aber ein paar Bewegungen, die du so trainieren musst? Ja, klar. Ist das nicht so ein bisschen wie Ballett und so? Ja, kommt drauf an, welche Bewegungen man machen möchte. Ansonsten, man läuft eigentlich, anstelle halt die ganze Zeit gleich zu laufen, macht man dann dabei irgendeine Choreografie, zum Beispiel das Beinheben in einer Waageposition. Man kann das auch noch anheben. Wie willst du das mit Schlittschuh machen? Auf Eis? Schwer. Also auf Eis ist das alles, weil du hast Innen- und Außenkante auf dem Eis. Die hast du jetzt hier nicht. Also ist das auf Eis einfacher, als hier auf einem Bein zu stehen? Auf jeden Fall. Niemals!
Nein! Aber sie wird das ja machen. Bruder, aber hast du gesehen, wie die gewackelt hat? Okay, das war jetzt nur ein Move. Ich glaube, das ist ein einfacher Move, wenn diese Eis. Ich hab mal ein bisschen geguckt, wie das macht. Manchmal machen die dieses, weißt du, richtig so Beine strecken, weißt du? Aber die machen noch so andere Moves. Kannst du nicht mal andere Moves noch so erklären, ein bisschen? Also, ich kann natürlich auch komplizierte Schrittfolgen machen, wenn du möchtest. Ja, mach einfach! Mach! Also, so, so, so. Sieht nach Tanzen aus, ja? Ja? Ah, okay. Das war jetzt ein Einlauf, dafür kriegt man Pluspunkte bei den Sprüngen. Aber ich finde, sie bringt es trotzdem authentisch rüber. Vielleicht trainiert die Kinder. Kannst du so drei Profis in deinem Bereich nennen? Ja, klar. Frauen, Männer? Frauen. Okay, Anna Shcherbakova ist eine Russin, Alexandra Trusova ist auch eine Russin, Wakaba Higuchi, Japanerin. Miraya Sakamoto, auch Japanerin. Ich fand sie noch, also rein faktisch, besser als Mitte. Bärnacke-Typen, ne? Deswegen geben wir mal Mitte kurz das Mikro. Ja, das ist schon hart. Marvin, was sagst du, warum sieht man deine Knöchel, also warum sieht man die jetzt nicht an? Guck dir seine, genetisch, würdest du nicht sagen? Genetisch veranlagt. Echt? Ja, das ist nicht jeder Boxer, da siehst du nicht bei jedem Boxer die Fäuste. Boah, doch, das ist so wie Leute, die Kraftsport machen, haben das. Genau. Das ist Standard. Wie nennt man das nochmal? Hornhaut. Das ist so wie jemand, der MMA macht, der alle haben auch diese Ohren, weißt du? Ich meine, diese Ringerohren. Haben ja nicht alle. Aber das Ding, das hat ja nur einmal gekämpft. Ja, das ist ich. Aber wie oft trainiert man denn? Bruder, der trainiert mit Handschuhen. Du trainierst ja nicht ohne Handschuhe. Sonst würde ich ja jeden Tag aussehen wie Knete. Aber es ist doch ein großer Unterschied, ob du komplett ohne Handschuhe oder mit Handschuhe. Das heißt, du musst auch irgendwas Spezielles machen, um die nochmal besonders abzuhärten, oder nicht? Viel am Sandsack mit Fäusten arbeiten. Aber sonst. Aber warte, kannst du mal Schattenboxen einmal vorzeigen? Der ist nicht Profi. Nein. Also er macht auf jeden Fall Boxen, Digga. Er macht es, aber das ist kein Profi. Und kannst du das einmal machen, Bro? Von dir einmal wäre auch cool zu sehen. Das ist gefährlich, ja. Ja, der ist Profi. Ja, ist er auch. Er ist, ich bin nicht mal so, nein, ich hab... Ja. Kannst du ihm kurz das Mikro geben? Was sagst du dazu mit der Abhärtung? Also ich härte meine Fäuste so ab, ich ziehe weniger Unzen an, also ich ziehe 10 Unzen an, haue am Boxsack, so werden die Fäuste härter und stärker und somit kann ich auch die Leute dann K.O. Kannst du dir vorstellen, ohne Boxhandschuhe zu boxen? Ich habe mal eine Anfrage bekommen, aber die zahlen zu wenig Gage. Kein Bock, mein Gesicht kaputt zu machen, so wenig Geld. Wie viel zahlen die? Ach, 5.000 Euro ist nix. Also ich würde jetzt erstmal Mitte rausvoten. Ja, ich auch. Also für mich ist ja auch sehr unauthentisch. Ich glaube auch nicht, dass du als Profisportler hinkommst mit einem, ist ja illegal in Deutschland, weißt du? Ja. Weiß nicht, ob du damit so... Das würde ich, glaube ich, auch nicht, das ist nicht so schlau zu sagen, hier, das ist hier illegal, deswegen mache ich im Ausland. Ja. Also wäre der hier gar nicht Profisportler? Ja. Das ist in Deutschland illegal, das stimmt, ne? Mein Profivertrag habe ich in Polen unterschrieben. So, das macht mich aber nicht weniger zum Profi. Ja, aber wie verdienst du denn, also wie machst du das denn mit den Steuern, sagen wir jetzt? Mein Bruder macht das mit dem ganzen Management, davon habe ich keine Ahnung, tut mir leid. Weil das sind ja eigentlich dann illegale Einnahmen. Das meine ich doch. Du lebst in Deutschland, zahlst keine Steuern. Das geht nicht. Wird das nicht versteuert? Du machst ein Gewerbe auf als Profiboxer und die ganzen Einnahmen werden auch ganz normal versteuert, wie normal in Deutschland. Okay, das heißt, wir sind uns einig, Mitte erstmal raus. Ja. Hast gut gemacht, Bro, aber du musst einmal bitte raus. Finale Jungs, also ich glaube, es ist relativ leicht. Glauben? Ich bin mir relativ sicher, dass es der rechte ist. Der Boxer, ne? Weil links Eiskunstlauf kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber warte, eine Frage an den rechten. Wie viele Profikämpfe hattest du überhaupt? Ich habe 6 Profikämpfe. Und wie stehst du, deine Statistik? 5-1, ich habe einen Kampf verloren, weil ich eine Hirnblutung hatte. Hirnblutung? Krass. Hirnblutung? Ja. Achso, ich habe verstanden, Hirnblutung. Okay. Ja, das war 2019 war das. Das war mein dritter Kampf. Und ich bin mit einer Hirnblutung in den Kampf gegangen. Ich wusste das nicht, war nur müde vor dem Kampf. Und bin halt reingegangen und habe 6 Runden trotzdem durchgeboxt, obwohl ich den vielfach gesehen habe. Ich wollte einfach nicht verlieren, das ist einfach mein Kämpferherz. Ich bin nicht der talentierteste Boxer, aber ich habe ein sehr großes Herz für Boxen. Wie kam das mit der Hirnblutung? Ja, ich habe viel zu viel Sparring gemacht. Ihr wisst ja, was Sparring ist, Trainingskampf.
Und die Leute waren viel zu schwer und das waren die ganzen Schläge auf dem Kopf. Dann ist eine Zyste geplatzt, ja, und dann so war das. Aber das zeigt nochmal, dass er ein Profi ist. Er läuft mit einer Hirnblutung rein. Jeder andere hätte gesagt, okay, ey, ich merke irgendwas, ja, ist schief. Ich mach's nicht, aber er hat so ein Kämpferherz, weißt du, und sagt sich so, nee, ich gehe trotzdem rein. Ich muss kurz was dazu sagen, damit ja so keiner falsch versteht, auch die jüngeren Leute. Da soll keiner nachmachen. Ich wusste nicht, dass ich eine Hirnblutung hatte. Ja, natürlich, natürlich. Nur ich meine, du hast dich schlecht gefühlt. Genau, ich hatte schlecht gefühlt, aber ich wollte nicht aufgeben. Aber da soll keiner nachmachen. Wenn es einem nicht gut geht, soll er das auch lassen. Und das macht dich noch mehr zum Profi. Ja, diese Aussage. Ja. Ja, das ist so eine Profi-Interview-Aussage nach Pein. Ja, das ist genau das. Weil richtige Profis, die respektieren den Sport, weißt du. Ja. Vor allem Gesundheit. Und die hatten auch schon so gesundheitliche Probleme, als sie sagen zu den anderen, macht das auf jeden Fall nicht nach. Ja, das ist schon. Zudem würde ich auch noch was sagen, wie ich zum Boxen gekommen bin. Ich habe wieder, wie heißt du nochmal, Bruder? Michel. Sorry, mein Bruder. Michel, ich habe ein bisschen wegen dem Boxen. Michel, wie der Michel schon gesagt hat, ich habe eine Glatze, du hast ja richtig gelegen. Ich habe einen kreisrunden Haarausfall. Wie ihr seht, ich habe nirgendwo Haare. Also ich habe überall keine Haare. Und so bin ich zum Boxen gekommen und ich will für die Jungs oder für die Mädels gerade stehen und stabil stehen und denen auch Selbstbewusstsein geben, hiermit, dass ich hier bin und trotzdem mich nicht schäme, weil ich keine Haare habe, keine Augenbrauen habe, keine Wimpern habe, keine Armhaare habe und das trotzdem, also man kann alles schaffen, wenn man will, also scheißegal, was man hat. Es sind im Endeffekt nur Haare, deswegen. Guter Mann, guter Mann. Sympathische Aussage auf jeden Fall, ne? Ja. Super. Hat er recht. Können wir unserer Eislauferin nochmal das Mikro geben? Der Man. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja. Hast du noch was zu deiner Verteidigung zu sagen? Kommt drauf an, habt ihr Fragen? Ich weiß nicht, was ich genau sagen soll. Ich laufe halt Kühe, ich mache Sprünge, ich mache Pirouetten, Schritte, ich kann euch den Namen nennen, ähnliches. Die Moves hast du gut gemacht, so. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn du das professionell machst, ob die dann so aussehen würden, weißt ja, du? Ja, das Problem ist halt, ich habe keine richtigen Sportschuhe an und halt eben auch der Boden ist kein Gummiboden, wo du halt eben den Widerstand hast. Ein Fußballer würde auch mit einem schlechten Ball und mit Sandalen trotzdem. Kann ich verstehen. Aber es sind halt auch Schlittschuhe und keine Sportschuhe. Du hast ja eine Kufe, die vielleicht 3 Zentimeter dick ist, ja, und nicht eine fette Sneaker Fußsohle. Ich glaube nicht, dass du Ball oder kannst. Auf jeden Fall kann ich verstehen, dass ihr so denkt. Also in Deutschland ist das eben nicht so vertreten, das Eislaufen, wie Du saß auch nicht so, kriegst du deine Hände auf den Boden? Okay, aber okay, das kann jede Frau, glaube ich. Nein, sie macht auf jeden Fall irgendwas Sportliches. Also es ist halt sehr eine russische Sportart, meine Mama ist Russin, meine Oma. Deswegen hast du so viele russische bekannte Frauen. Unter anderem, genau. In Russland ist Eislaufen halt wie in Deutschland Fußball. Meine Mutter, meine Großeltern, die lieben das über alles. Deswegen kennst du dich da aus. Ja, nee, die haben das dann eben an mir ausprobiert und dementsprechend auch viel gefördert, weil sie das, meine Mutter wollte das unbedingt als Kind machen, die hatten kein Geld dafür, als sie halt da gelebt hat in Russland. Dann eben an mir ausprobiert und es hat funktioniert. Okay, die Jungs, Entscheidung treffen. Jetzt wissen wir, warum sie das auf jeden Fall macht, ne? Wegen Familie und so, dies, das. Aber sie ist halt kein Profi, würde ich sagen. Ah, nice, was sagst du? Sie ist kein Profi. Also, rechts? Also, rechts ist der Profi, sie nicht. Frankie? Genauso. Jo. Ich sage auch, ich gehe mit rechts. Okay, ich gehe auch safe mit rechts. Hast du gut gemacht, aber du musst einmal bitte rausgehen. Das heißt, wir machen jetzt die Auflösung und ich bin richtig gespannt. Ich bin Nicole Schott, ich bin 21 Jahre alt und mache Eiskunstlaufen. Ich bin Adam, ich bin 20 Jahre alt und ich bin Fußballprofi. Ich bin Marvin, 26 und professioneller Bärnackelkämpfer. Ich bin Armin, 23 Jahre alt, seit 5 Jahren Profiboxer. Also ich bin Hassan, ich bin 26 Jahre alt und Schachboxer. Mein Name ist Roshan und ich betreibe seit ich 6 bin Leichtathletik.
ohne Maske. Der muss mir das nochmal erklären jetzt. Lass mal kurz erstmal noch die anderen hören vorher. Wir sind echt gut, ne? Echt gut. In dieser Konstellation haben wir alles gewonnen bisher. Ja, Jungs, eigentlich bin ich Boxer. Also einer von euch hat das gesagt und hat recht gehabt. Bist du Profiboxer? Ich bin im Amateurbereich. Ich bin 17 tatsächlich noch. Ich habe bis in meinem Alter gelogen. 17? Ja, ich boxe seit 3,5 Jahren. Niedersachsen-Meisterschaften mitgemacht, deutsche Meisterschaft mitgemacht. Und ja, ich bin gut dabei. Olympiastützpunkt hier. 5-mal die Woche Training und ich ziehe halt durch, ne? Leistungssport. Alles klar. Okay. Jetzt, Mr. Schachboxen. Gibt es Schachboxen? Da hat er mich geknallt. Also, es existiert wirklich Schachboxen. Und ich habe wirklich auch im Februar meinen ersten Kampf gehabt, wo ich auch das erste Mal auch Geld verdient habe, tatsächlich. Und das wirklich so, wie du erzählt hast? Ja, tatsächlich, ja. Krass. Cool. Aber du bist kein Profi. Aber es ist, nee, ich bin kein Profi und es ist einfach echt viel zu neu. Ne, also es, dieses Twitch-Event letztes Jahr hat es wirklich hochgepusht und ich glaube auch, das wird demnächst echt krass sein und ich glaube, wenn man jetzt schon früh anfängt, kann man auch wirklich Profi werden. Aber nein, leider noch kein Profi. Hoffentlich wirst du Profi. Ja. Ehrlich. Hoffentlich. Einfach Schach üben und Schachmeister werden. Ja, das ist richtig. So, ich bin kein Bärnackelkämpfer. Ich bin ein Kämpfer, ja, das stimmt, aber nicht professionell. Was machst du denn? Normales, klassisches Boxen. Bist du wirklich verletzt? Ja, ich habe jetzt nicht mehr, aber ich hatte wirklich einen beidseitigen Leistenbruch. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Ich bin zurzeit noch bei der Bundeswehr. Okay. Stabil. Krass. Bei dir? Jetzt kommt bei denen, ja. Halt kurz und knapp, Bruder. Ja, halt kurz. Ich küsse doch eure Herzen. Also, ich spiele Fußball. Ich bin Zehner. Ich habe die Nummer 10, aber ich spiele Kreisliga. Ich bin schlecht, Bruder. Ich dachte, jetzt kommt, Bruder. Ich will euch nicht anlügen. Also eigentlich mit Fußballkarriere natürlich alles erfunden und so, aber das mit Influencer und alles, das stimmt alles. War gut dabei, ja? Der war die 10.000 hat alles auseinandergenommen. Hätte er 500.000 gesagt. Unsere Eisläuferin. Also ich heiße gar nicht Nicole, ich heiße Alexandra. Die haben mir den Namen gelogen. Ja, weil die beste deutsche Eisläuferin heißt Nicole Schott. Ich mache kein Eislaufen, ich habe das damals gemacht, bis ich 15 war, habe dann aber halt aufgehört. Aber es ist wirklich eine Profisportart, Eiskunstlauf. Und was machst du jetzt? Ich studiere. Wir hatten komplett recht. Ja. Wir sind einfach Macher, Bro. Was soll ich dir sagen, Digga? Ich schwöre, wir sind krass. Das ist echt crazy, dass wir noch nicht verloren haben in dieser Konstellation. Wir sind die Eins. Wir sind Macher, Bro. Das ist echt crazy. Und unser Hauptkandidat. Der, du siehst fresh aus. Ich küsse dein Herz, bist du Model? Nein, Bruder. Nein, ich bin nur Boxer. Ich kann nur boxen. Heftig, nein. Krass. Wie alt bist du, Bro? Ich bin 23. Ich sehe aus wie 30, aber ich bin 23. Ja. Oh, krass. Ich hätte auch älter ja, ich bin sehr reif, aber... Stark, Alter. 90er sind sehr sind gute Männer. Ja, okay, okay. Okay, okay. Langsam. Ja, auch sehr, sehr, sehr gute Message. Danke nochmal fürs Mitmachen. Gerne. Danke dir, Bruder. Dankt euch allen fürs Mitmachen. Wenn ihr noch was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. 7851 ist mein Insta. Checkt meine Musik ab, meinen Boxsport, den ich dort präsentiere. Und danke an euch, dass ich mitmachen durfte. Ja, ich heiße auf fast allen Plattformen Habison, Habi.son und lasst auf jeden Fall hier den Name Sky ein Abo da. Bleibt einfach gesund, Leute. Wir sehen uns. Ja, Instagram ist nicht wichtig. Ich wünsche allen viel Spaß und ein schönes Leben. Bruder, kurz! Ja, bitte sag nur deinen Namen. So, Dankeschön, dass ich mitmachen durfte. Wenn ihr mich sympathisch fandet, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abcheckt auf Insta. Also Adam-Tiaiba, also Adam-Tiaiba oder auf TikTok Adam-TT. Dankeschön. Ich grüße meinen Freund Julian und ansonsten auf Instagram Alexa-Lala. Alright, sehr nice. Dann danke ich allen fürs Mitmachen. Dankt euch Jungs fürs Mitmachen. Kein Problem, immer wieder gerne, Bro. Und ganz wichtig, denkt noch dran, checkt am 4.6. unbedingt die Kollektion ab, Sidejeans. Wir erwarten alle Pakete, ne? Du weißt selber, Bruder, du hast Adressen. 4.6. schnell zugreifen, glaub mir. College Jacke, sag, Bruder, 3-5 Stück da. Mehr will ich nicht. Das heißt, wenn ihr sagt, es ist wirklich fresh, dann ist wirklich fresh. Ich küsse euer Herz, Jungs. Und denkt noch dran, Waterdrop auch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit meinem Code NAHIM10 bekommt ihr nochmal ganze 10% on top. Aber wie gesagt, das Ganze ist nur für 3 Wochen gültig, deswegen müsst ihr da auf jeden Fall schnell sein. Richtig nice, danke an Waterdrop fürs Möglichmachen der Folge heute. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.